Hallo und willkommen. Mein Name ist Christian Huemer. Ich bin Professor im Bereich der Wirtschaftsinformatik an der TU Wien. Und hier an der TU Wien in der Business Informatics Group widmen wir uns stark der Modellierung. Und eine der Modellierungssprachen, die wir einsetzen, ist die Unified Modeling Language oder kurz UML. Sie vereint viele Best Practice Modellierungstechniken, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Sie ist die am meisten verwendete Modellierungssprache in der Softwareentwicklung. Also, hast du bereits Erfahrung in der Programmierung und möchtest lernen, wie man Modellierung in der Programmentwicklung einsetzt, dann bist du bei uns richtig. Du lernst die Grundlagen von UML und damit kannst du dann die verschiedenen Aspekte eines Softwaresystems, seines Anforderungen, Datenstrukturen oder Daten- und Informationsflüsse, damit modellieren. Wir zeigen dir, dass im Alltag uns ziemlich viele Modelle begegnen. Das sind jedoch meistens mentale Modelle, also Gedankenmodelle, die sich in unseren Köpfen abspielen, die niemand in einer Modellierungssprache festhält. Aber am Beispiel einer Taxifahrt lernen wir einen zerstreuten Professor kennen, für den es nichts anderes gibt als die Modellierung. Und er hält eben seine Gedankenwelt in diesen Modellen fest. Dabei lernen wir schon die wichtigsten UML-Diagrammtypen kennen. Und in unserem Kurs widmen wir jedem Diagrammtyp eine eigene Lektion. Das erste Diagramm, das wir behandeln, ist das Klassendiagramm. Da dieses nicht nur das am meisten verwendete UML-Diagramm ist, sondern auch die meisten Konzepte beherbergt, sind ihm sogar zwei Lektionen gewidmet. Das Klassendiagramm verwenden wir, um die statischen Strukturen eines Systems abzubilden. Das heißt, wir beschreiben die Elemente und ihre Beziehungen untereinander, die sich über die Zeit nicht verändern. Von den UML-Interaktionsdiagrammen stellen wir das Sequenzdiagramm vor. Es spezifiziert, wie Nachrichten und Daten zwischen Objekten bzw. allgemeiner gesagt zwischen Interaktionspartnern ausgetauscht werden. Jedes System, genauer gesagt sogar jedes Objekt, befindet sich während seines Lebenszyklus in verschiedenen Zuständen. Mit dem Zustandsdiagramm modellieren wir, in welchen Zuständen sich das Objekt befinden kann und wie man, ausgelöst durch Ereignisse, von einem Zustand in einen anderen wechseln kann. Das Aktivitätsdiagramm beschreibt prozedurale Verarbeitungsaspekte oder kurz gesagt Abläufe. Es spezifiziert den Kontroll- und Datenfluss zwischen einzelnen Arbeitsschritten in diesen Abläufen. Um die Anforderungen an ein System zu modellieren, nutzen wir das Anwendungsfalldiagramm. Es beschreibt, wie BenutzerInnen mit welchen Funktionen des Systems wie interagieren können, ohne jedoch auf die Details der Funktionen einzugehen. Es steht der Nutzen dieser Funktionen für die BenutzerInnen im Vordergrund. Möchtest du also lernen, wie man all diese verschiedenen Diagrammtypen sinnvoll in der Softwareentwicklung einsetzt, dann mach mit bei unserem MOOC zur Modellierung mit UML.